Hallo und willkommen im AFU-Chaos mit dem Thomas. Worum geht's heute? Tja, viele von euch haben ja schon vor ein paar Jahren richtig Kohle in ihren analogen Kurzwellentransceiver reingesteckt und eigentlich möchte man ihn ja nicht abgeben. Obwohl, wow, diese neuen SDR-Geräte, oh, die sind ja so fancy, ne? Und mit Wasserfalldarstellung und tollen Empfänger und alles. Ja, die Frage ist natürlich, ja, aber die Kosten auch zum Teil. Obwohl man natürlich brutal sagen muss, die sind schon recht günstig geworden. Aber schaut euch mal mein Video an hier zum Thema SDR, SDR und SDR. Da zeige ich auf, dass die Geräte eigentlich viel zu teuer sind. Aber, by the way, das ist ein anderes Thema. Es wäre doch ganz gut, wenn man sein altes analoges System einfach weiter nutzen könnte und zum Beispiel auf die heute mehr und mehr verfügbaren tollen SDR-Empfänger zurückgreifen könnte. Hier zum Beispiel so ein SDR-Play. Das heißt, das, was man bräuchte, wäre ein System, das quasi beim Empfang schön auf den SDR-Empfänger schaltet und beim Senden rüber auf die analoge Kurzwelle. Leute, das gibt es. Und zwar sind das sogenannte SDR-Switche. Da gibt es irgendwas von MFJ. Ich habe noch nicht recherchiert, was es kostet, aber da es allein schon aus den USA kommt und dort ja die Lebenshaltungskosten extrem hoch sind und daher solche Kleinserien dann auch schweineteuer, guckt euch die Chamäleon-Antennen an, dass der Schrott kostet. Ich weiß nicht, wer dafür das Geld ausgibt. Naja. Aber auf jeden Fall, wenn man jetzt sich ein bisschen umschaut, findet man sehr schnell solche SDR-Switche. Und auf Amazon werden sie irgendwo zwischen 60 und 80 Euro vertickt. Das ist also so ein SDR-Switch. Ja. Der hat da hinten Anschlüsse dran. Whoop. Und auf die Anschlüsse, die schauen wir uns mal ganz kurz an. So, das ist eigentlich jetzt hier nichts wirklich Wildes, was wir hier haben von Anschlüssen her. Das heißt, Radio ist klar. Da kommt die analoge Kurzwelle dran. Wir haben hier hinten unseren Antennenausgang. Da kommt die Antenne dran. Und hier haben wir noch einen kleinen Anschluss für SDR, unseren SDR-Empfänger. Hier Stromversorgung dran und man kann das Ganze auch über eine explizite PTT steuern. Allerdings hat das Gerät auch eine VOX-Steuerung drin. Diese Geräte können jetzt tatsächlich in, ich sag mal, zwei Modis betrieben werden. Der eine Modi ist der, dass der Empfänger des analogen Gerätes weggeschaltet wird und man nur auf dem SDR ist. Oder es gibt auch die Einstellung für einen Parallelbetrieb von beiden Empfängern. Ihr könnt es aber im Gesicht schon ansehen, dass dieser Parallelbetrieb funktioniert nicht besonders gut. Ich habe dort doch ganz schöne Dämpfung gemessen. Im Parallelbetrieb liegen also die Dämpfungen auf beiden Kanälen nach meinen Messungen bei ungefähr 16 dB. Ich weiß nicht, ob man sich das wirklich antun möchte. Die Durchgangsdämpfung habe ich aber auch gemessen. Keine Angst. Ihr wisst, ich lese euch nicht die Bedienungsanleitung vor, sondern gucke hier unter die Motorhaube. Aus diesem Grunde gucken wir uns auch mal ganz kurz an, wie denn jetzt die Beschaltung von so einem System wirklich durchgeführt wird. Wir brauchen natürlich erstmal unsere Antenne, ganz klar. Unsere Antenne ist natürlich verbunden mit unserem Switch. Dann geht hinten natürlich von diesem SDR-Buchse, müssen wir natürlich in einen irgendwie gearteten SDR-Empfänger hineingehen, den wir natürlich mit unserem PC verbinden. Die andere Buchse, die verbinden wir natürlich zum Senden mit unserem Transceiver.
Und jetzt? Jetzt hantiere ich da mit zwei Frequenzen auf zwei Geräten. Naja, man sollte dann natürlich auch noch eine Cut-Verbindung zum Abgleich des Analogtransceivers einrichten. Und wenn man das gemacht hat, dann ja, dreht man entweder am Transceiver und dort werden die Frequenzen dann automatisch auch mit dem PC abgeglichen oder umgekehrt. Man merkt, der Aufwand, der hier betrieben wird, der ist nicht ganz ohne. Aber letztendlich bekommt man dann dafür ein System, das einem recht ordentliche Leistung bringen kann. Ich wollte jetzt nicht sagen könnte, sondern kann. Eine Grundvoraussetzung hierfür ist natürlich auch, dass die Dämpfungen, die hier auftreten im Gerät, ganz ordentlich sind. Und wir haben natürlich hier noch eine andere Sache. Auf der einen Seite senden wir und auf der anderen Seite haben wir einen hochempfindlichen Empfänger. Das heißt, die Trenndämpfung zwischen diesen beiden Kanälen sollte auch entsprechend hoch sein. Grundsätzlich sagt man, hier sollte eine Trenndämpfung von mehr als minus 60 dB vorliegen. Beim Messen hatte ich ein bisschen Probleme. Das Ding ist echt so empfindlich, von der Vox her, dass irgendwo von meinem Oszillator hier, von meinem normalen VNA, den ich benutze, tatsächlich die Leistung schon ausgereicht hat, dass die automatische PDT der Switch ausgelöst hat. Ich musste mir also was anderes einfallen lassen. Und ja, man kann sowas dann auch mit einem VNA messen, aber da ich hier zwei TinySA hatte, habe ich es dann so gemacht, dass ich quasi auf dem einen ein Signal gelegt habe mit dem Funktionsgenerator und dann dieses Signal mit dem SA gemessen habe. Benutzt habe ich hier immer ein Signal von minus 10 dBm. Also wenn wir uns jetzt gleich hier die Werte und die Messung angucken, dann müsst ihr immer im Kopf haben, minus 10 dBm bedeuten 0. Ja, also 0 dBm, also keine Dämpfung. Ich bin ganz ehrlich, dass das Ding keine Dämpfung hat oder diese sehr geringe Dämpfung, die wir hier gemessen haben, bezweifle ich. Aber ich messe hier mit Amateurmitteln und kann mir hier keine Messgeräte für zigtausend Euro hinstellen, um dann 0,2 oder 0,3 dB an Dämpfung zu messen. Dann schauen wir uns doch mal die Durchgangsdämpfung an. Wie gesagt, wir haben hier, er zeigt mir hier 0,3 dB an Dämpfung an. Das ist an für sich für Kurzwelle lächerlich und absolut verknüselbar. Ich glaube aber nicht, dass das ein realer Wert ist, wie gesagt, aufgrund meiner Messmittel. Man kann aber festhalten, man wird die Dämpfung, die hier auftritt, nicht merken können. Nicht mit den normalen Messmitteln oder normalen Empfängern, die wir haben. Ich konnte auch auf 30 MHz keine wirkliche Dämpfung messen. Ne? Man merkt auch hier, er zeigt mir auf einmal einen Gewinn an, anstatt einer Dämpfung. Das sind einfach meine Messmittel. Ich habe auch eine Messung gemacht bei 145 MHz. Ganz nebenbei, das Gerät soll funktionieren bis 160 MHz und habe dort eigentlich auch die gleiche Durchlassdämpfung gehabt. Alles in allem kann man also sagen, von der Durchlassdämpfung her ist das Gerät bis 160 MHz absolut brauchbar. Die andere Sache, die wir haben, ist ja unsere Trenndämpfung. Das heißt, inwieweit trennt das Gerät, wenn es umgeschaltet ist, vom Sendezweig, vom Empfangszweig.
Und das ist ja ziemlich kritisch, denn wenn wir auf einmal mit 100 Watt in unseren Empfänger reingehen, das passiert einmal. Und dann nie wieder, weil wir uns dann einen neuen Empfänger kaufen müssen. Also müssen wir uns mal anschauen, wie hier die Dämpfungen sind. Ich habe hier ein Signal bei 10 MHz gesendet. Und wie ihr seht, nichts. Das heißt, hier war mein Gerät nicht in der Lage, dieses Signal überhaupt zu erfassen oder aber zu messen. Ganz nebenbei, ich habe hier jetzt die Dämpfungen in das Gerät eingegeben. Das heißt, wir bekommen jetzt die realen Dämpfungen vorgelegt. Die sind natürlich nicht in dBm jetzt, sondern eigentlich in dBc. Aber wie gesagt, bei 30 MHz bekomme ich dann minus 27 dB Dämpfung. Oh, da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich immer diese Zahlendreher hinbekomme. Aber was soll's? Es sind natürlich nicht 27 dBc, sondern es sind 72 dBc. Da kann man nur sagen, top. Und wie sieht es aus bei den 145 MHz? Nicht mehr ganz so gut. Ist das Gerät jetzt hier nicht mehr brauchbar? Kann man jetzt nicht so sagen. Aber ich würde hier, weiß Gott, nicht mehr mit 100 Watt reingehen und würde hier mit maximal 5 oder 10 Watt senden. Da man hier aber oft mit Endstufen arbeitet, kann man halt hier die Umschaltung mit der Treiberleistung machen. Und dann die Endstufe hinter dem Gerät flanschen. Damit hätte man das Problem dann gelöst. Zum Glück konnte ich diese Trenndämpfung dann doch noch mit meinem normalen VNA messen. Und habe hier auch dann mit meinem normalen VNA auch eine Dämpfung von bis 30 MHz mit unter 60, also mit mehr wie minus 60 dB gemessen. Das heißt, ich habe hier mit einem zweiten Messgerät die gleiche Bestätigung. Das war mir sehr wichtig, weil, wie gesagt, es sind alles Amateurmessmittel. Und es wäre vielleicht ganz gut, dann tatsächlich mit einem anderen Gerät den Wert nochmal bestätigt zu bekommen. Bestätigt habe ich auch hier bekommen. Hier habe ich jetzt mal bis 200 MHz gemessen. Den Anstieg, den wir hier am Ende haben, auf dann, was er hier gemessen hat, ungefähr minus 50 dB. Also alles in allem sind die Messwerte plausibel. So, eine wichtige Funktion, die wir natürlich haben, ist natürlich die Vox. Wie funktioniert die Vox und wie tut sich das alles in Realität handhaben? Ich würde sagen, wir gehen mal kurz rüber in den Check und ich mache mal ein paar Testaufsendungen. Ja, und jetzt hier sind wir wieder in meinem kleinen Chaos-Check und das, was uns natürlich erstmal hier ganz klar interessiert, ist natürlich die Frage, wir haben jetzt hier ein System, das wir gemessen haben und. Aber die Frage ist, funktioniert es auch richtig? Das heißt, funktioniert es auch sehr richtig und sicher, sodass wir uns also nicht unseren SDR zerstören, wenn wir auf Sendung gehen. Das Erste, was natürlich hier auffällt, ist natürlich ganz klar, hier ist jetzt mein Sun SDR und der Empfänger empfängt hier also jetzt gerade mal die Signale mit um die S3. Das ist natürlich verdammt wenig. Logischerweise, er steht ja jetzt auch im Modus, dass er das eigentlich trennen soll. Ein bisschen was kommt rüber, aber nicht viel. Im Gegensatz dazu haben wir hier unsere Signale
bei locker über plus 10 plus 20 dB. Ich bin hier im Bereich für SDR. Und ich gehe jetzt hier auf Senden und gehe auch hier bewusst erstmal vorsichtig mit 40 Watt rein. Aber das, was uns hier dann angezeigt wird, wird dann eigentlich uns schon ein aussagekräftiges Ergebnis bringen. Ne? Wir können ja dann über die dBs das hochrechnen. Wenn ich das jetzt einschalte, dann haben wir hier 41 Watt und wir haben hier ungefähr etwas um die minus 30 dB. Wenn ich jetzt die Leistung verdoppeln würde oder auf 100 Watt gehen, hätten wir ungefähr 4 dB mehr. Das heißt, wir wären immer noch in einem Bereich, den der Empfänger verknüseln kann. Wir müssen uns hier aber in Betracht ziehen. Wir haben gerade, wenn wir das Ganze jetzt vielleicht auch noch auf 145 Megahertz einsetzen wollen, eine wesentlich geringere Trenndämpfung. Da sollte man sich schon überlegen, wie man das System aufbaut und wo man die Leistung reindrückt. Ich werde demnächst ein Video machen, wo ich hier aufzeige, wie man quasi mit einem HackRF auf 2 Meter und 70 Zentimeter Betrieb macht. Und hierbei muss ich mir schon Gedanken machen, wann und wo ich die Endstufe einschleife. Ich werde also hier tatsächlich dann mit Leistungen von vielleicht 2 Watt oder so arbeiten, von der Treiberleistung, und werde die Endstufe erst hinter diesem Gerät direkt vor der Antenne einschleifen. Eine andere Sache, die vielleicht ganz interessant ist, ab wann reagiert dieses Gerät eigentlich für die Umschaltung? Ich gehe jetzt mal hier von der Tuningleistung auf 0 und werde sie jetzt langsam erhöhen und ihr werdet dann sehen, wann hier unten auf einmal der Träger abfällt. So, und ihr merkt, es wird mir hier noch nicht mal wirklich Leistung angezeigt. Das heißt, ich kann eigentlich davon ausgehen, dass hier bei weit unter einem Watt das Gerät umschaltet. Das erklärt auch diese Probleme, die ich beim Messen hatte, da hier scheinbar schon die minimalsten Oszillatorleistungen, die auch noch zum Teil gedämpft an meinem Messgerät irgendwo anlagen, dazu führten, dass das Gerät umschaltet. Wir sollten hier festhalten. Das Gerät schaltet mit der Autovox sicher um. Ja, Fazit von diesem Gerät. Ich finde für den Preis, der hier aufgerufen wird, zwischen 60 und 90 Euro, je nachdem, wo ihr es kauft. Ich habe euch unten einen Link reingesetzt, wo ihr das Gerät für einen günstigen Preis bei Amazon bekommt. Ja, es ist ein Affiliate-Link, aber mein Gott, auch ich habe hier Kosten und es wäre ganz gut, wenn ihr mich in dieser Form unterstützt. Das Gerät wird dadurch nicht für euch teurer. Also finde ich, das ist es eine sehr schicke Win-Win-Situation. Wie gesagt, für diesen Preis ist dieses Gerät absolut brauchbar und nützlich. Ich selber habe mir das Gerät nicht für den Zweck gekauft, sondern für einen anderen Zweck. Da kommen wir später drauf. Da geht es wieder um dieses Thema, wie man kostengünstig Seitenbandbetrieb macht auf UKW. Aber jetzt mal weiter im Text. Ist es denn generell brauchbar? Für Kurzwelle finde ich absolut. Schade ist, dass der Parallelbetrieb nicht richtig funktioniert. Das wäre für mich auch für Testaufbauten eine schicke Sache gewesen, aber ist okay. Sicherlich ist dieses Gerät also günstiger, auch wie das MFJ-Gerät. Und auch der Aufbau innen ist ordentlich. Die Vox ist auch super schnell und super empfindlich. Und wenn alle Stricke reißen, kann man ja auch über die PTT arbeiten. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Abo da oder ein Like.
Über beides freue ich mich, denn auch wenn ich hier ein paar Cent über die Links verdiene, ist es doch so, dass die meiste Motivation für mich hier eure Reaktionen auf diese Videos sind. Zugriffszahlen und, und. In diesem Sinne, 73, liebe Freunde, und natürlich Peace in dieser kriegsgebeutelten Zeit. Viele QSOs, macht doch mal ab und zu den Lötkolben an und ciao hier vom Thomas.